Gulblitorte eine Torte aus Möhren. Als ich das erste Mal Dauenherde erschien, vor meinem geistigen Auge, eine Art Gemüsekuchen ausgefurchten, A-1 Keilen. Brach. Aber als ich sie dann und ein meiner Schulfreundin Martina probierte, stellte ich fest, die sieht wirklich, wie eine richtige Torte aus, schmeckt umwerfend saftig, frisch. Birgit für eine Springform, den Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vor 26 cm 0 heizen. Die Springform inklusive Rand mit 1 Esslöffel 200 Gramm weiche Butter Butter Klammer auf 20 Gramm Klammer zu einfetten. Die Möhren putzen, 400 Gramm Möhren schälen und fein raspeln. Mit der Hälfte des 100 ml frisch gepresster Orangensafts beträufeln, beiseite stellen. Orangensaft 4 Eier, Größe M die Eier trennen. In einer großen Schüssel die 200 Gramm Zuckereigelbe mit dem Zucker, der restlichen Buttersalz, Klammer auf 180 Gramm Klammer zu, und eine Prise Salz mit den Rührstäben des 100 Gramm gemahlene Haselnüsse Handrührgeräts schaumig rühren. Gemahlene 100 Gramm gemahlene Mandeln Haselnüsse gemahlene Mandeln, die Zitronen abgeriebene Schale von Schale, den Vanillezucker, die Muskatnuss, den 1 Bio-Zitrone Kardamom und den Rum dazugeben, alles gut 1 Päckchen Vanillezucker verrühren. Zuletzt die Möhren raspeln und herrühren eine Prise gemahlen Rehn. Das Mehl und das Backpulver mischen und Muskatnuss auf den Teig sieben. Den restlichen Orangensaft eine Prise gemahlener, Klammer auf 50 ml Klammer zu, dazugeben und alles verrühren. Die Kardamom-Eiweiße mit einer Prise Salz steif schlagen und eine türkische Lira rum unter den Teig heben. 250 Gramm Mehl, 1 Päckchen Backpulver, den Teig in die Springform füllen und den 200 Gramm Puderzucker, Kuchen auf der zweiten Schiene von unten Saft von einer Zitrone 45 Minuten backen. Mit einem Holzstäbchen ein Eiweiß die Garprobe machen, Klammer auf Siertippseite 16 Klammer zu. Marzipanmöhrchen herausnehmen und etwa 15 Minuten in der Klammer auf Fertigprodukt Klammer zu, zur Form abkühlen lassen, dann vorsichtig mit Dekoration Klammer auf nach Belieben Klammer zu, einem Messer den Rand lösen und die Gulblitorte auf ein Kuchengitter stürzen. Den Puderzucker mit dem Zitronensaft und dem Eiweiß zu einer dicken Glasur verrühren und den Kuchen damit überziehen. Nach Belieben mit Marzipanmöhrchen verzieren.